Gott, hallo, servus. Schön. Morgen, Thorsten. Servus, grüß dich Gott. Schön, ihr habt euch heute Zeit genommen, damit wir gemeinsam übers Walberla und auf den Rodenstein spazieren. Ja, sehr gerne. Genau. Die Wegeführung entlang dieser Schotterstrecke war natürlich danach heiß diskutiert. Ich halte sie für gelungen. Wie seht ihr das? Es ist schon wichtig, gerade das Besucherlenkungskonzept in einem Naturschutzgebiet immer wieder anzupassen, je nachdem, wie viele Besucher eben kommen. Das war sicher eine gute Maßnahme im Endeffekt. Jetzt haben wir in der Corona-Zeit da zu kämpfen gehabt. Da hat sich ein Trampelpfad etabliert im Steilhang, der also davor nicht da war. Der hat sich innerhalb von den letzten 2-3 Jahren etabliert. Und so muss man halt immer flexibel sein und auch den Gegebenheiten nachgehen und solche Sachen dann noch anpassen. Das Wegekonzept gibt es und jeder, der hier sich erholt, je mehr man eben dieses Wegekonzept auch für uns alle beachtet, umso mehr Freude hat sowohl die Natur und Artenvielfalt, wie natürlich auch wir als, sag ich mal, die hier wohnen. Das ist jetzt eins der neuen Schilder. Man sieht es, Fahrradverbotsschild. Ich sage mal ganz wichtig, weil natürlich die Mountainbiker hierher drängen. Erzählt mal, was da euer ganz tägliche Erlebnisse sind. Im Allgemeinen ist es so, die meisten Leute wissen, dass hier Radverbot ist und kommen gar nicht erst her. Stellen ihr Fahrrad vielleicht unten ab und laufen dann hoch. Es kommt natürlich trotzdem vor, vor allem in den Morgenstunden, dass Radler auf dem Walberla unterwegs sind. Aber wir haben ja nicht nur die Radler, wir haben ja andere Regeln auch noch hier. Wie man sieht, wir haben nur kurz ein paar wichtige zusammengefasst auf den Piktogrammen. Wie typisch in jedem Naturschutzgebiet, natürlich darf man keine Tiere und Pflanzen entnehmen. Die Wege sollen nicht verlassen werden. Es sind die Klassiker, die jeder kennt, die man aber ab und zu anscheinend vor Augen haben muss. Hinter uns die wunderschöne Walburgiskapelle, 1697 geweiht und natürlich als Zeugnis die heilige Walburga, die den Berg mit natürlich als Kirchenfest immer wieder am 1. Mai viele Menschen hier anlocken. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen was zu dieser Kultur rund ums Walberla auch erzählen. Ja, das Walberla wird schon extrem lange von Menschen genutzt. Wir haben eine wunderbare Infotafel, auf der jeder Besucher nachvollziehen kann, punktgenau, wo hier Keller gegraben wurden. Das wurde archäologisch sehr gut untersucht. Man hat auch viele Artefakte in den Äckern gefunden. Teilweise werden die heute noch bestellt. Natürlich nicht intensiv, sondern nur extensiv, dem Schutzstatus des Gebiets hier geschuldet. Auch die Wiesen, es darf alles nur extensiv bewirtschaftet werden, aber es findet nach wie vor Landwirtschaft hier oben statt. Aber was auch schon sehr lange der Fall ist, ist diese Mittelwaldnutzung der Wälder. Es sind lichte Wälder, die alle 20, 30 Jahre auf Stock gesetzt werden müssen. Das findet nach wie vor statt, beziehungsweise wurde es wieder aufgelebt. Jetzt hat nach einigen Jahrzehnten Pause eine ganz wichtige alte kulturelle Bewirtschaftungsform von Wäldern, die dazu führt, dass erstens die Kulturform erhalten bleibt und zweitens, dass wir diese lichte Waldform als Habitat für bestimmte Tierarten erhalten können. Ja, unsere Kulturlandschaft ist natürlich einzigartig. Das größte Süßkirschenanbaugebiet in Europa und ich erzähle gern davon, man muss nicht zur Blütezeit nach Kyoto fliegen, sondern die Fränkische Schweiz ist mindestens genauso schön. Der Obstanbau hier hat einen ganz großen Stellenwert für den Erwerb, wie schon gesagt. Vor allem auch der extensive Obstanbau, der deutlich höheren Anteil hat als der intensive hier im Landkreis. Und für die Natur auch sehr großen Wert, da wir immer im extensiven Anbau nicht nur das Obst selber haben, also oben die Blüten, die Früchte, die Zweige als Lebensraum. Wir haben immer auch noch den Unterwuchs, der dementsprechend artenreich sich ausbilden kann mit blühenden Wiesen, wie man es jetzt gerade schon hier sieht. Wenn die Obstbäume älter werden, haben wir natürlich auch total gute Strukturen, dreidimensionale Strukturen im Raum, die viel Lebensraum bieten für verschiedene Tierarten. Alte Bäume haben unter der Rinde wunderbare Unterschlupfmöglichkeiten für Insekten. Wir haben Höhlenbäume, Spechte nutzen sie, aber auch seltene Arten wie der Wendehals ist angewiesen auf alte Bestände mit Höhlen drinnen. Alle, die diese Kulturlandschaft für uns erhalten, die machen einen wahnsinnig tollen Job. Und so war es auch im Artenschutzvolksbegehren vielen zu erklären, dass diese Bäume Menschen brauchen, die sich darum kümmern.
Und der Streuobstpakt, den wir in Bayern geschlossen haben, soll genau das bewirken, dass es mehr Bäume gibt. Und dazu müssen wir die Menschen unterstützen, die für uns diese ganz besondere Kulturlandschaft auch für kommende Generationen erhalten, aber auch bewirtschaften. Ja, die letzten Jahre waren natürlich durch die Pandemie für uns alle so herausfordernd, dass die Jugend, würde sagen, die eigene Hut oder die eigene Heimat natürlich immer mehr an Wert gewonnen hat, was traumhaft schön und gut ist, aber natürlich auch ein Stück weit herausfordernd für euch in der Arbeit. Das ist richtig. Also man muss aber dazu sagen, dass wenn Schäden in der Landschaft entstehen, also wir haben ja hier hochwertige Lebensräume mit vielen, ja, schützenswerten Pflanzen und Tierarten, dann ist es ja meistens nicht aus bösem Willen oder so, sondern es ist meistens halt einfach Unwissenheit oder Unachtsamkeit. Und deswegen müssen wir halt schauen, dass wir die Leute aufklären und informieren, dass es hier halt auch Regeln gibt, aber auch, warum das Ganze hier geschützt werden soll. Hier im Naturschutzgebiet haben wir an den Eingängen Infotafeln, wo halt gezeigt wird, Mensch, die und die Lebensräume haben wir hier, die und die Tier- und Pflanzenarten haben wir hier. Um die Leute einfach zu sensibilisieren, Mensch, schön, sowas haben wir hier, haben wir gar nicht gewusst, das ist ja schützenswert. Man sieht natürlich, Jana, Johannes, Sie sind hier im Prinzip tagtäglich wirklich ansprechbar. Eine tolle Arbeit, die ihr beide, aber natürlich alle Gebietsbetreuerinnen, alle Gebietsbetreuer in Bayern, alle Rangerinnen und Ranger wirklich für uns leisten. Und mein Appell nochmal an alle, die in diesem wunderschönen Naturraum in unserer fränkischen Schweiz oder wo auch immer in unserem schönen Bayernland unterwegs sind, ihr trefft auf solch engagierte Frauen und Männer, die euch mitnehmen. Und meine Bitte an Sie und euch, wenn wir gemeinsam uns in diesem Naturraum bewegen, es gibt einfach Spielregeln, damit eben Naturarten, aber wir vor allem als Menschen, diese wunderschöne Heimat genießen können. Und wenn wir da ein bisschen darauf achten gemeinsam, ist das auch miteinander wunderbar.